Redesign in der Zeit der digitalen Transformation. Die sieben Todsünden des Redesigns. Mein Name ist Philipp Sauber und ich bin von der INM AG. Vorab eine Folie, die ich zeigen möchte, damit man nicht denkt, es geht hier nur um SEO. User und Google gehen heute Hand in Hand. Das zeigt dieses Beispiel hier, wie es eben früher gemacht wurde. Da stand irgendwie Umzug München möglichst oft im Text drin. Das funktioniert heute nicht mehr. Wenn ich mir die modernsten oder aktuellsten Ranking-Faktoren von Google anschaue, dann sind da ganz viele User-Signals drin, sogenannte User Experience, wie die Click-Through-Rate, also die Klickrate, wie lange jemand auf der Seite drauf ist, oder auch die Bounce-Rates, also die aktuellsten Faktoren, die drehen sich heute um den User, auch wenn es um die Positionen bei Google geht. Nun, was sind die sieben Todsünden beim Redesign? Punkt 1 sicherlich das Reduzieren der Inhalte und streich viel zu viel weg. Punkt 2 die Chance Analytics nicht genutzt. Punkt 3 die Mitbewerber vernachlässigt. Punkt 4 Landing Pages fehlen komplett im Design drin. Dann Ballast abwerfen. Punkt 5 über die vorigen Seiten müssen raus. Dann das Thema Responsive Design zwar umgesetzt, dafür schläft die Seite noch komplett ein. Und zum guter Letzt HTTPS als Bonussünde quasi vergessen. Inhalte reduzieren. Das ist so ein schönes Beispiel. Das ist die Sichtbarkeit. Hier ist mehr oder weniger alles falsch gelaufen. Einer Webseite, einer größeren Schweizer Firma, die lag um die 200 Punkte drum. Das ist ein Wert von Search Metrics. Das zeigt die Sichtbarkeit im Netz. Und ist dann beim Redesign komplett eingebrochen. Das heißt, hier hat man viel zu viel rausgestrichen, da fehlt einiges, da hat man einige Fehler gemacht. So schaut dann der Chef aus. Ganz genau. Ein anderes Beispiel, wie es auch passieren kann, hier der Traffic, und das ist jetzt aus dem Analytics raus, das ist nicht die Sichtbarkeit, sondern der wirkliche Zugriff über die Suchmaschinen von rund 1000 Besuchern täglich auf vielleicht 200-300 zusammengebrochen. Das musste man dann mit AdWords wieder zurückkaufen. Sie können sich vorstellen, was so 600 Klicks pro Tag kosten, Durchschnittspreis zwischen 50 und einem Franken, 50 Rappen und einem Franken. Dann sind wir schnell mal bei 300 bis 600 Franken pro Tag, die ich hier ausgeben muss. Was mache ich da? Umfang reduzieren. Man findet erstmals die guten Inhalte und das ist ganz wichtig, dass ich heraussuche in Google Analytics, irgendwelche Seiten, da gibt es zwei Punkte dazu, funktionieren speziell gut. Da geht es meistens um die Absprungrate, um die durchschnittliche Besuchszeit. Da sehe ich hier drei solche Punkte, oder die ich mal gehighlightet habe: Infografiken, Suchmaschinenoptimierungsseite und beispielsweise auch das Web and Breakfast. Hier habe ich tiefe Absprungraten und hohe Besuchszeiten und doch noch einigermaßen viele Besucher. Also diese Seiten, die müssen irgendwie weitergeführt werden. Und dann ist auch wichtig, wir schauen, diese heißt es, diese Suchmaschinenseite, eine große Seite mit Videoinhalten, mit Checklisten und so weiter drin. Also die unbedingt wieder weiterführen. Und ich sage, da reduziere ich jetzt mal die Inhalte. Ganz wichtig auch, Weiterleitung nicht vergessen. Da gehe ich nicht speziell darauf ein. Das ist ein Thema, das angegangen werden muss bei einem Redesign, eines der wichtigsten Themen. Andere Inhalte, die können weggelassen werden. Wie hier beispielsweise der zweitunterste Verwaltungsrat, hohe Absprungrate von 93% kann also weg. Scherz beiseite, der gehört natürlich hierher, ist aber nicht so groß, darum ist er schnell gelesen. Die Absprungrate ist dann trotzdem so groß, zeigt, dass hier der Call to Action fehlt, dass ich auf der Seite drauf bleibe. Aber hier Seiten wie Reporting.html oder Immobilienbau, das ist eine Referenzseite auf unserer Seite, die braucht es nicht mehr, muss ich mutig sein und die rausnehmen. Hier die Seite Reporting, ganz mager, ganz schwach. Da steht als Titel nur Reporting drin. Kein Mensch weiß, was für ein Reporting. Und er kommt hier nie weiter. Dann die Mega-Chance Analytics, nicht genutzt. Hier geht es in erster Linie bei jedem Redesign um die Vergangenheit, die ich analysieren muss. Schauen Sie, was in der Vergangenheit passiert ist. Da geht es um die Zielgruppen. Da habe ich Sachen wie geografische Merkmale, kommen Sie aus verschiedenen Ländern auf meine Seite, die Sprachen, mit was für Endgeräten kommen Sie drauf, wie groß sind die Browser und so weiter. Dann woher kommen Sie, ganz wichtig, habe ich Besucher über die Suchmaschinen, sind es AdWords,
kommen Sie über die sozialen Netzwerke, sind verweisende Seiten. Muss auch diese Seiten dann gründlich anschauen, denn die, die gute Zugriffe haben über beispielsweise verweisende Seiten, also Links von extern, die natürlich dann wieder weiterführen und zu jetzt dann die Inhalte auch hier wieder schauen, welche haben funktioniert, welche haben nicht funktioniert. Und wenn ich dann das Redesign mal erstelle, ist es wichtig, dass ich mit Tools wie dem Google Tag Manager arbeite, das heißt hier reingehe und mir beispielsweise die PDFs, die man downloaden kann, vertage, das heißt, dass ich nachher genau sehe, welche Dokumente heruntergeladen wurden, hier Bedienungsanleitungen und dann ganz speziell, woher die Besucher kamen, die diese Dokumente heruntergeladen haben. Also diese Chance nicht verpassen. Was ich auch machen würde, und das vielleicht sogar noch vor, dass Redesign über die Bühnen geht, damit ich sehe, was angeklickt wird, mit einer Clickmap, Heatmap arbeiten. Hier dürfen wir eine Clickmap von Stadelfor verwenden, die auch sehr schön aufzeigt, dass die sogenannten Akkordeons, das sind die unteren Bereiche, die dann so aufklappen, hier sehr gut funktionieren, mit der roten Markierung drauf, sehe ich, dass eben drauf geklickt wurde. Wenn ich das beim Redesign oder nach dem Redesign drauf habe, dann sehe ich das auch und weiß so, welche Inhalte funktionieren, angeklickt werden oder welche eben weniger. Und was ich dann machen würde, ist mir ein Dashboard einrichten, das geht bei Google Analytics, aber natürlich auch bei anderen Tools. Da kriege ich einmal die Woche als Beispiel, kriege ich das Dashboard zugeschickt und ich sehe das, also sicher kriege ich einmal die Woche, ich sehe hier sofort, wenn was passiert, wenn der Traffic einbricht, egal woher das die kommen, ich brauche hier nicht mal unbedingt das E-Mail oder die PDFs aufzumachen, ich sehe das schon so und kann dann schnell reagieren. Würde ich also auf jeden Fall machen, wenn Sie ein Redesign durchführen. Dann die Marktbegleiter. Oftmals lässt man das aus, man schaut nicht, wie die aufgestellt sind. Sollte man aber, wenn ich beispielsweise nach Hypotheken suche und ich bin ein Hypothekenanbieter, ein Anbieter von Hypotheken, dann schaue ich mal, was rankt hier so unter den Top-Seiten. Wenn ich dann da reingehe, kommt Comparis, schöne Seite, Videomaterial drin, Checklisten hat es hier drin, Bildmaterial, Text ist aber auch drin. Oder es kommt hier an zwei die Mikrobank mit einer sehr umfangreichen Seite, die geht unten sogar noch weiter. Auch hier mit verschiedenen Bereichen auf der Seite drauf, Bilder, Text, Checklisten. Dann hier mit Rechner bei Moneybank, auch das was Interessantes, was gut funktioniert, aber auch hier unten drin dann schön strukturierter Text, fett geschrieben, dass man es auch liest und lesen kann. Oder dann hier Hypo Plus als weitere Seite, die hier unter den Top-Seiten rankt, mit einem Video oben drin, mit Kontaktmöglichkeiten, drei einfache Schritte zur richtigen Hypothek, also so Checklisten, das funktioniert. Wunderbar, aber natürlich auch Rechner und so weiter. Wichtig ist der Text, das habe ich da bei der Moneybank erwähnt. Nicht alle Seiten brauchen gleich viel Text. Da sieht man sehr gut, die Finanzseiten brauchen weniger Text als beispielsweise die Gesundheitsseiten. Finanzen ist es klar, denn was da steht, verstehen die wenigsten, dann wird es nicht gelesen, also müssen die auch nicht ganz so lang sein. Im Gesundheitsbereich aber dann das Gegenteil, hier muss möglichst viel Text und Inhalt rein, das wird gelesen und Sie wissen selber, wenn Sie erkältet sind und ins Internet gehen und suchen, dann geht es Ihnen relativ rassig viel schlechter, weil Sie einen Haufen Material finden, das Ihnen eben suggeriert, dass Sie ganz, ganz schwer krank sind. Also lassen Sie da besser dann irgendwann die Finger von. Was es auch gibt, in Search Metrics wieder, ein Tool, das wir oft verwenden, ist die Inhaltsanalyse, der Vergleich mit dem Marktbegleitern, wo ich eben sehe, wie hier in dem Fall hinten rechts die Competitors und meine URL und dann sehe ich pro Position, wie ich aufgestellt bin und wo ich noch Potenzial habe. Also hier beispielsweise ist nur bei den verweisenden Seiten ein Vorteil meines Inhalts, überall sonst liege ich hinter dem Wettbewerb. Landing Pages. Ein Thema, das wir letztes Mal im letzten Web Breakfast im Detail beschrieben haben. Hier vielleicht nochmal kurz den Aufbau, wenn Sie mit dem Redesign starten. Gehen Sie hin und legen Sie sich ein CMS bereit, das SEO-mäßig schon mal gut aufgestellt ist. Dann kommen die ganzen SEO-Features ein. Das sind technische, aber auch inhaltliche Themen. Und dann gibt es eben
die sogenannten Landingpages neben den allgemeinen Seiten. Das sind Seiten, vielleicht 5 bis 10 für Kampagnen, für Produktübersichtsseiten, für die Hauptdienstleistung und so weiter, die ich mir separat anlegen muss. Und erst wenn ich die drin habe, dann geht es eigentlich dann los mit der ganzen Bewerbung von rundherum, mit den Inhalten, die ich dann rausziehen kann im Social-Bereich. Die ganze Verlinkung kann starten. Ich kann Newsletter schicken. Und Newsletter kann ich nur schicken, wenn ich eine gute Landingpage habe, die auch mobil perfekt funktioniert. Das ganze Cross-Media-Thema funktioniert. Und wenn ich den Besucher auf der Seite habe, dann nicht vergessen, Call to Action, dass ich dann da von den Landingpages auch einen Absprung habe. Also wenn ich ein Redesign mache, unbedingt ein Template machen, das auch für Landingpages geeignet ist, das dann reduziert ist, ein größeres Visual hat, vielleicht ein kleineres Menü, das kann so aussehen, wir hatten da ein Beispiel. Und auch hier Inhalt über Texte-Briefings erstellen, ganz wichtig, nicht, dass ich hier einfach wild drauf losschreibe, sondern dass ich schaue, was interessiert die Besucher, was wollen sie lesen, Mitbewerber anschauen, Checklisten reinnehmen, schöne Texte schreiben, Videomaterial und so weiter. Das ist ein Texte-Briefing, das wir vorgängig erstellen können. Ballast abwerfen, ein wichtiger Faktor. Vielleicht ganz kurz zum Link-Juice, wie wir das nennen. Wenn ich heute von der Startseite aus alle meine Seiten anlinke, dann gebe ich jeder Seite gleich viel sogenannten Juice mit. Und das ist natürlich auch für Google bei der Indexierung, aber auch für den Besucher, sind dann alle Unterseiten gleich wichtig. Darum ist es ganz entscheidend, dass ich von der Startseite aus die wichtigsten Seiten anlinke und nicht einfach immer wieder alle, auch alle Unterseiten, übers Menü, über die Sitemap, was ich was. Also wichtig, die wichtigsten Seiten müssen von der Startseite aus primär angelinkt werden. Das zeigt dem Besucher, dass das die wichtigen Inhalte sind, also meine Hauptdienstleistungen, meine Hauptproduktübersicht. Das zeigt aber auch Google, dass das die wichtigen Seiten sind. Und da der sogenannte Link Juice, eben meine, die Stärke meiner Home-Seite, dass die da weitergegeben wird, zusammen mit den Links, die von extern kommen, aber auch die, die von Social Media Gefäßen kommen, die geben noch den einzelnen Seiten ihre Stärke und zeigen dem Besucher und der Suchmaschine, was wichtig ist. Das ist das Erste, was ich machen muss. Ich muss die interne Linkstruktur optimieren. Wenn man das bei uns anschaut, dann hatten wir hier, vor allem vom Blog aus, hatten wir Stellen, Newsletter, Anmeldung, AGB, Glossar, super prominent, alles verlinkt. Man sieht hier rechts runter, wie viele interne Links diese Seiten bekommen. Das sind alles nicht unsere Hauptseiten oder waren es nicht. Ich hab kein Interesse, dass weder Google noch der Besucher die AGB liest oder meine Newsletter-Anmeldung als wahnsinnig wichtig empfindet oder auch die Stellen. Hier müssten eigentlich, und das ist ganz wichtig, hier müssten eigentlich die Dienstleistungen stehen. Was man dann machen kann, man streicht so Links aus der Metanavigation raus, die dann auf jede einzelne Seite linken, das bringt überhaupt nichts. Es reicht, wenn ich das im Menü drin habe und uns der Besucher dann findet. Also solche Elemente mal rausstreichen. Dann muss raus, was nicht gelesen wird. Da gibt es tonnenweise Seiten. Wir sind hier, unsere Seite, wir sind hier auf Seite 2500, also im Ganzen sind es, so wie ich weiß, 6000 Seiten, die bei uns indexiert sind. Viel zu viele, und da hat solche mit einem Besucher im Jahr durchschnittliche Besuchszeit irgendwo kleiner oder irgendwo um 0 bis 10 Sekunden rum, also ganz, ganz wenig. Enorm hohe Absprungrate, bringt also eigentlich überhaupt nichts, diese Seiten. Die kann ich weglassen, die kann ich rausstreichen, auch wenn sie in Kategorie-Seiten im Blog sind. Die braucht es nicht, die interessiert kein Mensch. Also müssen die auch nicht hier aufgeführt werden. Also löschen. Raus. Es passiert nichts, sie verlieren etwas an Sichtbarkeit, wie hier in dem Beispiel. Das ist bei Juckerform. Die Sichtbarkeit ist hier eingebrochen, das ist okay. Wenn unten die Zugriffszahlen über die Suchmaschinen, wenn die steigen, das ist natürlich dann entscheidend. Wenn ich unten einen Einbruch habe der Sessions über die Suchmaschinen, dann verliere ich an Besucher. Und das möchte ich natürlich möglichst vermeiden. Aber oben hat man eben Inhalte bereinigt, die nicht mehr nötig gewesen wären,
und konnte so wieder an Qualität gewinnen. Also Qualität geht hier ganz eindeutig vor Quantität. Dann die sechste Sünde, Responsive Design, aber super langsam. Ich glaube, ich muss das niemandem mehr zeigen, die meisten werden es schon gesehen haben. Das war 2012, als der 2000, 2012, nein, es war 2009, nicht 2012, 2009, als der Papst aufgetreten ist, dann hat es schon rausgeschaut, unten rechts sein Handy. Das war jetzt 2015, also letztes Jahr, wieder dasselbe oder ein Bild aus einer ähnlichen Perspektive, aber natürlich jeden mit seinem Smartphone oben. Die wenigsten realisieren natürlich, dass die Bild Qualität aus der Distanz dann schlecht ist, aber ist ja eigentlich auch egal. Das zeigt mal auf, heute muss eine Seite responsive sein. Schlecht dann nur, wenn es so ausschaut. Es ist ein Riesenaufwand heute, die Seiten, die responsive sind, mit derselben Performance auftreten zu lassen, wie das vorher die reinen Desktop-Seiten waren. Man sieht hier ein Beispiel von 92 von 100 auf 48, also irgendwo halbiert. Was die Performance betrifft, viel zu viele Fehler drin oder Optimierungspotenzial. Das hat unter anderem mit Responsive zu tun, das hat auch mit dem Hosting zu tun und so weiter. Also wenn Sie auf Responsive umstellen oder jetzt auch heute Responsive haben, schauen Sie sich das mal an, das können Sie einfach testen, aber Sie verlieren immer und das ist ein Aufwand. Bei uns kümmern sich zwei Menschen nur um das Thema und optimieren an allen Seiten rum, die eben responsive sind, weil das Performance-Thema immer schwieriger wird. Dann habe ich die Bonussünde HTTPS vergessen. Beim letzten Web Breakfast habe ich noch erzählt, dass es Kontras gibt. Die gibt es natürlich auch heute noch. Vergessen Sie es. Heute muss eine Webseite HTTPS sein. Viel mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Es geht um die Verschlüsselung, damit sich der Besucher, der auf die Seite kommt, über einen Tunnel zu Ihrer Webseite verbunden ist und von außen keiner reinschauen kann, hat den Vorteil, dass er keine Daten absaugen kann, nicht mitlesen kann, was ich beispielsweise eingebe in Formulare und so weiter. Ist bei Shops sicher wichtiger, aber gerade Finanzseiten und heute halt auch im Dienstleistungsumfeld ein Must. Also die Kontras ziehen nicht mehr. Wenn ich es aber mache, und das passiert dann oft, dass ich die Umstellung von HTTP auf HTTPS nicht richtig einrichte und dann funktioniert die Indexierung der neuen Seite nicht, die alte läuft unter Umständen noch weiter. Das muss ich einrichten bei der Google Search Console und dann sollte das so ausschauen, wie es hier der Fall ist. HTTP geht dann irgendwann raus und HTTPS kommt langsam rein. Dann habe ich noch eine super Bonussünde, Tools eingesetzt, ohne Bedarf zu prüfen. Das ist auch was Wichtiges. Oftmals geht man hin, macht ein Redesign und der Chef sagt dann, wir brauchen dieses und jenes Tool, damit alles wunderbar funktioniert, ohne dass man die User befragt hat. Wir gehen heute so vor, dass man hingeht und Interviews führt, man entwickelt einen Fragekatalog, dann die Interviewpartner, das können Kunden sein, das kann im Sales-Bereich, können das Leute sein, das können Produktmanager sein. Führt die Interviews durch, eruiert so, welche Funktionen, welche Nutzen dazukommen könnten, macht dann eine Auswertungsmatrix und priorisiert die Anforderungen. Das kann so wie hier ausschauen, fiktives Beispiel, indem ich auf zwei Ochsen aufzeige, was ist mein Aufwand, den ich habe, was ist der Nutzen. Und dann habe ich alle einzelnen Punkte drauf und im blauen Rahmen drin, das sind dann die ich umsetze. Ich muss nicht immer gerade alles angehen, aber die vier, die kann man mal umsetzen, die mit einem relativ hohen Nutzen und einem relativ geringen Aufwand, dass man die mal angeht. Vielleicht gibt es auch was Strategisches, 8, 3 oder 10, aber dass man die mal angeht, zwei beispielsweise die Direktbestellung über WhatsApp, relativ einfach umgesetzt. Ich muss eine Nummer angeben, kostet relativ wenig Geld und ich kann, wie man das beispielsweise beim Shop kennt, fotografiere mein Produkt und bestelle dann gleich. Zum Schluss noch was zu Google und DeepMind, das ist ein Thema, das ich kürzlich mitgekriegt habe an einer Konferenz, an der ich war. Da hat ein Computer, eben der Google DeepMind, hat da mit dem Computerprogramm AlphaGo gegen den Weltmeister in Go, das soll was
Schwierigeres sein als Schach gespielt und 4 zu 1 gewonnen. Und dieser Computer, der arbeitet mit dem Machine Learning unter dem Machine Learning Ansatz, das heißt, der bringt sich alles selber bei und hat sich so eben über den besten Spieler hinausgearbeitet. Und Google arbeitet heute auch so, denn die haben den Brain Rank ermittelt, das sogenannte Machine Learning, die künstliche Intelligenz. Und Google ist heute so weit, dass sie, das soll der drittwichtigste Rankingfaktor sein mittlerweile, so weit, dass sie selber dann natürlich nicht mehr genau verstehen, warum was passiert. Ich war mit Oskar an einer Konferenz in München und hat seinen Referenten gehabt, der Ryan Fiskin hieß der. Und wurde aufgefordert, das sind ungefähr 1000 Leute im Saal gesessen, wurde aufgefordert, nach dem zu suchen, nach dem Typen. Und nachher auf das Resultat der Messe zu klicken und nicht auf seine Webseite oder auf seine Firma, sondern auf das Resultat der Webseite. Und das lag irgendwo auf Rang 8 bis 10, irgendwo weiter unten. Dann haben das, weiß ich, 100 Leute gemacht. Und dann hat die Suchmaschine gelernt, dass offenbar dieses Suchresultat relevanter ist als die ersten 7 Einträge. Und rund 4 Stunden später ist man nochmal hingegangen und hat die gleiche Abfrage nochmal gemacht und das Suchresultat erschien dann auf Position 4. Also die Maschine hat gelernt, was relevant ist für den Besucher und hat das so dann besser gerankt. Gut, wie immer die Highlights zum Schluss, die Takeaways, Inhalt bewusst reduzieren, nicht einfach rausstreichen, Analytics einsetzen, Marktbegleiter unbedingt anschauen, Landingpages nicht vergessen zu entwickeln, Ballast abwerfen, gnadenlos löschen, responsive Design und doch schnell prüfen Sie das mal und HTTPS korrekt umgesetzt. Besten Dank.